nach rechts, wenn das jetzt genau diese Stelle ist. Wir laufen mal hier rum. Komme ich durch? Ja, ich komme durch. Wir kommen gleich wieder hier hoch. Hier wird es breiter. Ich müsste alle Mobs wegmachen, damit ich weiß, dass wir hier schon lang gelaufen sind. Weil jetzt wird es ein bisschen undurchsichtig, wie du merkst. Ja, hier stehen sie an der Seite. Da brauche ich nicht durch. Dann gehen wir mal hier lang. Komme ich hier lang gedrückt? Jawohl. Warum ich das mache, seht ihr gleich. Ich möchte hier nach ganz unten. Und ich möchte auch, dass ihr euch hier diese Gegend mal nicht allzu lange merkt, aber mal so ein bisschen merkt. Hier um die Ecke kommt nämlich dann der kleine Goblin, der da. Tüftler Gitzlock, der manchmal vergessen wird. Der hat nämlich für die Jäger eine schöne Knarre. Keine Weihe. Machen wir das so. Da hast du gesehen, dass du aufpassen musst, dass da auch noch der Patt lang kommt, ne? Dass du das so wie ich das mache, nicht machen sollst. Genau. Was fackelst du mich an? Hör auf! Immer diese Ingenieure. Oh, was angenehm warm. Mach nochmal. Das kitzelt. So. Ach nein, da gibt es auch noch ein Schild. Ein Heilerschild. So, ne? Merken, hier unten. Der Licht natürlich nachher nicht mehr da. Hier haben wir dann die Demetrone. Die Metrodons sozusagen. Ab in die Ecke. Genau. Schön dran vorbeilaufen. Na, jetzt müssen wir mal wieder hochlaufen. Den ganzen Weg zurück. Naja, nicht zum Instanzeingang, sondern dort, wo wir vorhin herkamen. So, in diese Richtung. Dann hier durch. So, wie rum war das? Links rum, ne? Da nicht. Hier lang. Ja, hier hat man uns durchgedrückt. Von da sind wir hier gekommen. Und jetzt geht's höher. Genau. Bei Instanzen, wenn man sich verläuft, immer rechts rum. Aber gerade hier kann das schwierig werden. Da geht's links nämlich auch noch weiter. Da geht es dann zur Prinzessin. Und wir laufen jetzt erstmal hier hoch. Das ist eine Sackgasse. Da oben rein. Das ist der Erdrutsch. Ja, den Bus kenne ich noch auswendig. Vom Namen her. Hier war ich öfter. Mit unseren Tanks. Der kann einen Helm droppen mit Naturisi. Und den wollten die mal haben für Akku. Ankirai, Ankiratsch, Ankirai. Jo, jo, jo. So, dahin und dahin. Und Prognosen. 12.000 Leben. Ui, 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 ui. Ja gut, der ist groß, ne? Der darf. Jo. Der etwa klaut ist, der mir irgendwo mal im Rücken fällt. Ja, du sollst auch nicht den angreifen, sondern den, genau. Und so rum und so rum. Und bevor der wieder kleine macht, stellen wir den mal ins Achtung. Zack. Ach, da fallen die Kleinen auch gleich mit um. Mhm, gut zu wissen. So, Kohle ja. Ich brauche Kohle für Repkosten. Zack, zack, zack. Nee. Der Brock gerade abgelaufen. So, dann klatsch mal den. Ich weiß gar nicht, kommt der früher nicht immer gleich mit? Die kommen da hier nicht einzeln. Zack. Aber so ist natürlich angenehmer. Mitnehmen tun wir trotzdem. Damit ich dann auch hier oben das zeigen kann. Zack und zack. Und zack und zack. Genau, das noch. Das noch. Und da liegst auch du im Dreck. Im Dreck. Hier ist auch nur sozusagen so ein kleines Rondell. Und da ist der Erdrutsch. Ich drehe mich mal rum, nicht dass der Schubs, wenn ich sonst wohin fliege.
Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ne, er schubst. So. Ich bräuchte jetzt nur als Achtung stehen, aber... Da, guck. Jetzt liegt er am Dreck. Es kann nicht sein. Da ist er. Ne? Verteidigungswertung um 10. Also hat man das auch geändert. Ich glaube, das war der früher, der dann Naturrisiken drauf hatte. Rum, tum, tum. Aber trotzdem ein schöner Defilm, ne? Mit Ausdauer und schon Verteidigungswertung drauf. So, da haben wir die Seite auch fertig. Schönes Ding. Klingelingeling. Rum, tum, 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 tum. So. Dann müssen wir hier weiter. Ja, ja, Rams, die Bums. Ah, die hätte ich stehen lassen müssen. Oh, das wäre besser gewesen, zum Schluss zum zeigen. Naja, naja. Man kann nicht alles haben. Rams. Halt. Die Kohle will ich haben. Kann ich dich einzeln pullen? Kann ich... Subi! Das ist ja... Dich brauche ich nicht. Euch auch nicht. Dann rennen wir hier mal weiter. Heiter, heiter, immer weiter. Da geht's nicht lang, sondern da lang. So, und das ist dann auch schon endlich der Weg zur Prinzessin. Prinzessin ist hier Endmuk. Und wir haben auch fast alle gemacht. Fast. So, das noch. Und das noch. Die kommen normalerweise immer zu zweit, aber so ist schon angenehmer, so ist besser, so könnt ihr lassen. Holen wir uns den nächsten Riesen. Riese, Riese. Riesen, Riese, der Riese. Genau. Immer drauf. Zack. Und zack. Jawohl, Kohle her. Und da läuft sie schon, die schönste Prinzessin aus der WoW Classic Welt. Darfst du gleich von nahem betrachten. Ein bisschen verdecken hier. Guck mal nach unten. So. Dort nehmen wir mit. Und jetzt kannst du mal schön nach oben gucken. Ja, ist das nicht eine Prinzessin? Vom Allerfeinsten. Hier drückt mal an. HP-Boost. Und los geht's. Na, ist die nicht niedlich? Soll ich mal kurz hinstellen, damit du ganz genau nachgucken kannst? Oh, hübsch, ne? Bei diesem AI-Effekt weggehen. Da ist nur begrenzt. Das ist aber schön, dass die mich damit schon mal nicht trifft. Fein. Und weiter geht's. Tschüssi! Herzlichen Glückwunsch zu Mauradun. Schwarzsteinring. Ausdauer, Eingriffskraft, Trefferwertung. Geiles Ding. Karis Steindolch. 11 Int und Mana wiederherstellen. Auch schönes Ding. Ach, hier gibt es ja auch noch eine Quest. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Samenkorn des Lebens. Sucht Remulus bei der Mondlichtung auf. Na klar, dem drückt man auch noch was in der Hand. Hast du schon recht, mach mal. Wir sind noch nicht durch, nicht ausknipsen. Gibt doch noch keine Questabgabe. Ist... Oh, jetzt hätte ich es beinahe weggeschmissen. Alter! Sieht aus wie ein Sonnengras. So, hier kannst du nämlich mit Einlauf. Juhu! Patsch. Wenn es geht, lebend hier runterkommen. Ja, versuchen nicht irgendwo auf den Stein zu klatschen. Das wäre ungünstig. Da oben siehst du, haben wir stehen lassen, ne? War ja auch mit Absicht so. Warum ich hier runterspringe? Da kommt's schon.
Jawohl, 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 jawohl. Komm her, ja. Zack, Faulschnapper. Bums, die Bums. Zack und zack. Und das ist dann auch der letzte Boss hier drin. Ihr könnt das natürlich gerne in anderer Reihenfolge machen, aber so macht's halt mehr Spaß und ist bequemer. Faulschnappers Mantel, Int. Und Wille, jawohl. Hat sich gelohnt. Da oben war die Prinzessin. Komm, einzelne Mobs stehen lassen. Wir schwimmen jetzt noch hier raus. Und, kennst du das? Alles hier noch? Genau. Hier klatschte. Hier unten klatschte Glaube rein, wenn du mit dem Zepter kommst. Das ist das, was ich euch zeigen wollte. Dann landest du hier in dem Becken drin. Und so kommst du dann raus. Und so machst du dann die Boss rein. Du kommst dort raus, läufst hier raus, in den Weg, den ich euch oben gezeigt hatte, durch, bei den Hydras. Und dann stehst du gleich vor der Prinzessin. Und kannst dann halt auch noch oben den schnell mitmachen. Und den Goblin. So. Oder kam man hier automatisch zum Goblin? Kommst hier raus? Also fällst du unten runter, kommst hier raus? Ich bin ja nur bis zu dem Goblin und dann wieder zurück. Genau, das ist dann, wenn du über diesen Goblin weiterläufst. Map, nicht hängen. Nö, machst du? Junge, wir sind eigentlich fertig. Ich will nur noch den Restweg für euch erlaufen, damit ihr das seht. Der steht auch nur hinten in so einer Felskrümmung drin. Und dann heißt's Quests abgeben. So, hier sind die. So sieht die Gruppe normalerweise aus mit 4, 5. Von diesen kleinen und ein großer. Hier geht's auch nur um den Stein drumherum. Kann ich mich hier so durchdrücken? Jo, kann ich. Den haben wir von unten gesehen. Wer an der Brücke stand. Ne, das war gar nicht mal Richtung. Ach ne, das war die andere Richtung, wo ich gesagt habe zur Prinzessin. Da hat man den ja oben gesehen. Da oben. Genau. Da hat die Prinzessin. Da fällt es da runter. Und hier geht's. Rum. Da ist wieder nur so eine Einbuchtung. Siehst du die mal dieses Mal schön auf der Minimap da? Ja, hier oben. Hier geht's weiter. Nee. Da geht's weiter. Hier ist nämlich die Einbuchtung. Sieht man auf der Minimap. Ja, schön verarscht. Hier geht's rum. Durchdrücken. Und hier stand der Goblin. Und hier hast du die. Die Metro drin. Was ich auch sagte, merken. Vor dem haben wir uns da oben schon in der Ecke versteckt. Genau, jetzt laufen wir noch ein Stückchen hoch, damit du mir auch wirklich glaubst. So, wie viele Quests haben wir denn hier zum Abgeben? Samenkorn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoch. Gegenverkehr. So, hier hoch. Mittlerweile solltest du es kennen, ne? Wieder, oder erkennen. Das war das, wo wir uns ganz am Anfang durchgedrückt haben. Und auf der nächsten Anhöhe kommen dann wieder die Felselementare. Von hier sind wir gekommen. Vom Instanz-Eingang her. Den wollte ich stehen lassen, was ich gesagt hatte. Dann hätte ich das besser zeigen können, dass hier die Felselementare sind. Denn da oben ist wieder Erdrutsch. Jo, und wir machen jetzt einen Quantensprung. Quests abgeben. Bis gleich. So, wir befinden uns jetzt hier am Kodo-Friedhof und geben die Quest ab. Die Escort-Quest ganz am Anfang, die nicht zur Instanz gehört hat. Aber
eine Quest wieder zum Meister der Lehren hin. Wir brauchen jetzt nur noch 31. Wir machen jetzt einen Quantensprung da hoch. Bis gleich. Wie versprochen sind wir jetzt hier vor Cormacs Hütte. Das müsste der das? Nee, ist der nicht. Gut, ist was egal warum. Ja, was jetzt? Wir drücken dir einfach mal die Schnitzereien in die Hand. Und nehmen uns das teuerste mit, was du mir geben kannst, damit ich es verkaufen kann. 655 Quests, jawohl. Und der nächste Quantensprung zum Paria hier unten. Bis gleich. So, jetzt stehen wir hier unten beim Zentauren Paria. Und da schau an, Kask steht immer noch oder schon wieder da. Jo, wir drücken dir hier das mal aufs Auge und dann haben wir Quest 656 fertig. Und reiten jetzt mal in diese Richtung vor zum Strand, hier runter. Quantensprung, bis gleich. So, hier befinden wir uns wieder am Strand. Dort ist Shadow Prey und hier war die Prinzessinnenquest. 3 Gold 28, 4 Gold 7. Das bringt uns ja nichts mehr. Dann nehme ich lieber das, was am teuersten ist. Schalte mal Reiter rein. Ja, hätte ich auch ein paar Minuten sparen können. Mann. Kennst aber auch wieder gar nichts. Doch, dann das Zeugs auf jeden Fall verkaufen. Das liegt nur in den Taschen rum. Kirschnerlehrer. So, dir drücke ich mal die Fiole in die Hand. 78 Silber. Dann ist es genau der. 5 Ausdauer, 9 Int. Schöner Ring. So, hier haben wir jetzt alles abgegeben. Und wir haben aber noch 2 Quests. Orgrimmar und Mondlichtung. Jetzt gehen wir es mal schnell verkaufen, damit ihr das auch wegen der Gaule seht. Ah ja, 10.000 haben wir ja schon geknackt. Ich weiß gar nicht mehr wann. Das muss ein Zangermaschen gewesen sein. Hier drücke ich es dir mal in die Hand. So, das ist beim Rauslaufen getroppt. Und das haben wir uns als Questbelohnung geholt. Ach komm, die verkaufen wir auch so, wie sie ist. Die Handschuhe genauso. Dort legen wir auf die Bank. Das müssen wir noch abgeben. Das müssen wir noch abgeben. Ah, Stoff hat es nicht ganz gereicht für einen Stack. Angefangene Stacks, ne, verkauf ich. Dort geht dann zur Bank. Anleitung des Paria brauchen wir nicht mehr. Wir machen jetzt einen Quantensprung. Orgrimmar, bis gleich. So, wir sind jetzt hier wieder Orgrimmar, Tal der Geister. Müssen hier noch zum Magielehrer. Na, mir geht's gut. Ich will hier auch was loswerden. 71, 71, Silber 32 sind beide gleich. 659. Und jetzt haben wir noch eine Quest, und zwar das Samenkorn zur Mondlichtung. Quantensprung, bis gleich. So, hier sind wir jetzt in der Mondlichtung vom Bewahrer Remulus. Samenkorn des Lebens haben wir hier abgeben. Da hast du 660. Hast du noch was für mich? Nein, hast du nicht. Dann haben wir es jetzt. Mal gucken wir mal hier hin. Ja, dann sind wir es komplett durch. Höllenfeuer-Halbinsel haben wir noch das bisschen Rest. Zitadelle haben wir noch. Tanaris. Racklik, ja, den könnten wir auch mal fertig machen. Wälder von Terrorcar. Jo! Auf jeden Fall haben wir es jetzt mit Maradon geschafft. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns vielleicht in der nächsten Runde wieder zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment. Patchstand wurde okay auf dem Privatserver Rising Gods. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.